Unsere Mitglieder haben entschieden und ich gratuliere den neuen Vorsitzenden. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans werden künftig die SPD führen. Man fragt sich jetzt natürlich, wofür steht die SPD? Und das neue Duo hat sich für einen ganz klaren Linkskurs entschieden. Jetzt ist eben nur die Frage, ist Walter-Borjans der neue Bernie Sanders aus Köln-Sülz oder der Totengräber der SPD? Erreicht er die sogenannten Millennials, also nicht nur Juso-Chef Kevin Kühnert, der ihm die Mehrheit organisiert hat, oder kann er auch die SPD als Erfolgspartei retten? Der Cocktail dafür steht bereit. Vermögensteuer, weg mit der schwarzen Null und die Vergesellschaftungsfantasien der Jusos. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob es ein toxischer Cocktail ist oder ein Zaubertrank. Welche Rolle spielt Kevin Kühnert speziell dabei? Eine herausragende. Die SPD hat jetzt eine neue Troika. Neben Saskia Esken und Walter-Borjans spielt Kevin Kühnert dabei die Hauptrolle. Er entscheidet maßgeblich mit, ob die Große Koalition dabei bleibt oder nicht. Die Jusos haben jüngst auf ihrem Bundeskongress das Motto ausgegeben, GroKo aus an Nikolaus. Das wäre genau am 6. Dezember, also genau am SPD-Parteitag am kommenden Wochenende. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite an Saskia und Norbert Walter-Borjans. Ich glaube, wie geht jetzt Olaf Scholz mit der Niederlage um? Tja, Olaf Scholz ist jetzt ein Finanzminister auf Abruf. Sollte der Parteitag von der schwarzen Null abrücken, brechen die Genossen ihrem eigenen Finanzminister politisch gesehen das Genick. Er ist die tragische Figur in diesem Machtkampf geworden. Scholz ist auf der einen Seite der beliebteste SPD-Politiker im Land und trotzdem scheint seine politische Karriere beendet zu sein. Wenn er jetzt den Fingerzeig seiner Parteifreunde ernst nimmt, müsste er eigentlich sein Regierungsamt aufgeben und sein Parteiamt behalten. Dann könnte ihm auch keiner vorwerfen, er würde nur am Regierungssessel kleben und nicht an der Erneuerung der Partei mitwirken. Wie wahrscheinlich ist es, dass die SPD die Große Koalition aufkündigt? Ja, die SPD hat da die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn die SPD die Koalition nicht aufkündigt, geht sie schweren Zeiten entgegen. Walter-Borjans und Esken enttäuschen dann ihre Anhänger. Kündigt sie die Koalition auf, gehen sie auch schweren Zeiten entgegen. Die meisten Wähler werden kein Verständnis dafür haben, denn glaubt man den Umfragen, wollen die Leute, dass eigentlich die Große Koalition weiter regiert, aber eben ohne Streitereien. Das Land soll gut regiert werden, aber ohne, dass man sich eben gegenseitig immer an den Kragen geht. Zum Schluss stellt sich die Frage, ob Esken und Walter-Borjans jetzt in ein Kabinett müssten. Die Frage hat sich auch schon bei der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt, die dann ins Kabinett gewechselt ist, obwohl sie das vorher auch ausgeschlossen hat. Bei dem neuen SPD-Duo würde ich eher sagen, dass sich die Frage hier wahrscheinlich nicht stellen wird, weil sie ja doch auf einen klaren Ausstiegskurs sind. Ein Einstieg ins Kabinett würde damit die Glaubwürdigkeit enorm beschädigen und deshalb kommt wohl ein Einstieg in die Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel nicht in Frage.